Herzlich willkommen, Freunde, zu der nächsten Runde. Ich wollte schon sagen, Shadow the Hedgehog 2006, das trifft ja eigentlich auch zu. Naja. I found a Chaos Emerald. Don't touch it! What? What's this? Iblis. Okay, wenn man jetzt mal überlegt, Iblis war in dem Teil jetzt, also bevor Silver zurückgekehrt hat, so klein. Also muss das hier noch bevor Silver den ersten Kampf gemacht hat sein. Meiner Meinung nach. Ja, wenn ich meinen Übermodus hätte, könnten wir ihn auch von hier holen. So. So, jetzt hüpft er hier hin. Wow. Ich habe ihn insgeheim getroffen, by the way. Hochspringen, das passt schon. Okay, aber den Fight gegen Iblis hatten wir jetzt schon mal. Der ist jetzt nicht so spektakulär. Weil, ja, er macht nicht unbedingt die wirklichen Angriffe. So. Iblis. Komm her. Yummy, yummy, yummy. Leuchte die Kugel. Komm. Komm, komm, schnapp's dir. Lecker, lecker. Oh, schade, ich hätte gedacht, ich muss da drauf kombon. Aber scheinbar nicht. Kaboom. Ja, stimmt, er setzt erstmal die Steine da am Anfang. Nee, warte mal. Ich bin überlegen, ob man da wirklich so einen Speedrunner, ob der das hinkriegen würde. So einfach mal hinzusausen. Okay, du kommst jetzt. Okay, wenn wir einfach eins so schräg rübergehen, dodgen wir das komplett. Sehr schön. Sehr gut zu wissen. Badabum. Achso. Okay. Wow, 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 wow. Machst du erstmal den Feuerregen. Dankeschön. Hier, guck mal, leuchtende Kugel. Schnappi, schnappi, schnappi. Njam, 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 njam. Komm. Schnapp's dir, mein Größer. Schnapp's dir. Schnapp's dir. Nam, nam, nam. Badabum. So, jetzt macht er. Ersetzt er erstmal wieder die Steine da am Anfang. Während wir hier so von dem Bounce-Ding dann wieder zurückkommen. Ich jetzt eigentlich die Kamera auch mal drehen? Nö, gerade nicht. Jetzt ersetzt er die Steine. Ja. Ach, da ist das Bounce-Ding. Okay. Ich wollte nur wissen, wo es ist. So. Voilà. Also ich kann den echt einfach attackieren. Ist kein Problem. Wenn er auf unserer Ebene kracht, attackiere ich ihn einfach. Zumindest gerade funktioniert und beim vorigen Mal auch. Okay, voriges Mal war es unabsichtlich, jetzt habe ich es einfach mal versucht. Ob das jetzt eben gerade einfach nur so Bugglück war, aber es hat einfach, wie ihr seht, gerade funktioniert. Aber trotzdem, ich glaube, ich dodge das lieber, bevor ich das einmal versiebe und danach, ja toll, wir den Salat haben. Hopp. Aua, jetzt habe ich keine Ringe, das ist blöd. Das ist blöd. Ja, und jetzt drehst du auch noch die Optik-Spiel. Das ist sehr kontraproduktiv für mich. Nämlich sehr.
Ja, jetzt hat er das Ding gefressen da vorne. Warte mal, das packe ich noch. Das packe ich noch! Ja, geschafft. So. Ich will zumindest mal 4 Ringe haben. Deswegen gucke ich mal, ob ich mir hier einen von vorne nochmal greife. Ne, den einzelnen will ich da behalten. Ah, da vorne ist nur eine Ringkette. Ein Ring. So. Der Flammenansturm. Gut, den konnten wir dodgen, problemlos. War es nicht so, dass er jetzt einfach so attackiert gleich? Warte mal. Ich komme jetzt hier an das Ding ran. Wow. So, jetzt gehe ich mal 2 zurück. Ich glaube, jetzt macht er ja diesen Spezialmove. Zumindest war es beim Sonic so. Also, er kommt jetzt von der Seite. Ha, erwischt. Treffer und versenkt. War wohl nichts Ibles, hä? Tot bist du. Dürfte eigentlich einen guten Rang geben, finde ich. Bisher, ich habe keine Chance ausgelassen. Okay. Gibt es noch eine schnellere Methode, den zu machen, oder muss ich da, darf ich da nicht getroffen werden? Hm. Also von der Geschwindigkeit her, denke ich mal, haben wir jetzt jede Gelegenheit genutzt für einen Angriff. Okay. Weiter im Takt. Chaos Control. Okay, Shadow läuft Mephiles hinterher, anstatt in seine Zeit zurückzukehren. Shadow. 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 And he doesn't have a Chaos Emerald anymore. Agent Rouge, report your status immediately. Have you retrieved the Book of Darkness? Well, I'll provide a full report shortly. Right now, I have a priority situation to deal with. I need to contact E123 Omega immediately. Okay, Omega? Ach so, wir müssen jetzt mit Rouge spielen. Ach so. Ich denke natürlich, wir spielen jetzt mit Shadow weiter. What the fuck? Ich kann doch eh hochklettern, was soll denn das? Du Schiss. Jetzt haben wir aber wieder so eine offene Welt. Jetzt weiß ich nicht, wo ich hin muss. Naja, komm. Ich versuche mich einfach. Irgendeine Richtung wird ja stimmen. Okay, also sie will jetzt Omega haben. Finde ich cool. Dürfen wir dann vielleicht noch mit Omega spielen? Mmh, ja, passt. Die sinkt aber ganz schön ab beim Fliegen. Omega, Omega. Welchen Charakter, den ich nochmal gespannt wäre? Weil ich den richtig cool finde. You can't move on.
until the enemies are gone. Wegen euch da unten, oder was? Badabum. Ich bewerf euch so, dass ihr mich gar nicht treffen könnt. Lustig, ja? Na? Okay, das war zu weit. Ziehen wir mal so. Ja, so. Auch zu weit. Hallo. Hier. Da. Jetzt aber. Na gut, komme ich halt runter zu dir. Bitteschön. Tatsache. Jetzt komme ich hier nicht hoch. Jetzt will ich mich weppeln. Also, das ging jetzt relativ fix. What did you think of my beautiful technique? Man konnte ja einfach und durch. Also das war jetzt echt ein Witz, das Level. Den Abschnitt hatten wir auch mit Silver schon. Also von daher. Mit Rouge war das irgendwie leichter. This is a charming little place. Hi, long time no see. Rouge the Bat. Situation understood. What would you like me to do? Take this and deliver it to Shadow. System reactivation countdown initiated. Backup power source. Spare magazines secured. Command program priority changed. New mission, Shadow support. External access no longer permitted. Confirmed. I'm counting on you. Kann es echt sein, das, was ich denke? So, decided to void your return ticket now, did you? Why are you here? Did you ruin this world? The answer is yes and no. Perhaps it's better to show you. Yes, that's you. After the world was devastated by Iblis's flames, what do you think happened? A search for the guilty. Who did this, you may ask? Humanity wasn't just jealous of your power, they feared it. They use this incident as an excuse to hunt you down. Come with me, Shadow. Let us punish this foolish world of humanity. It's only fair to give back what was intended for you. You have every right to want justice. That's absurd. Whatever it is you want to do, you can do it alone. You forgive humanity this folly, then?
determine my own destiny. Such foolishness. Very well. Let's see if you can entertain me. Habe ich da eben gerade richtig gesehen? Eine ganze Armee. Don't bother to try and deceive me. I know who I am. What the fuck? Was ist das denn? Was soll ich denn jetzt hier machen? Wie krieg ich denn das? Was habe ich denn jetzt hier? Wartet mal. Kann es sein, ich muss mich eigentlich nur hochchargen? No! Okay. Ich charge mich jetzt einfach hoch. Ich versuche echt, mich hoch zu chargen. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Kannst du mich mal loslassen, du kleiner Gnom, du? Der lässt mich nicht los. Sag dir mal was. Okay. Cool, ich kann die echt stunnen. Ich denke mal, dass ich... Mal gucken, ob es klappt. Ich charge mich jetzt echt mal hoch. Bäh. Könnt ihr mal aufhören? So. Mephiles! Na, das gefällt dir wohl gar nicht. Ha! Wusste ich's doch, einfach hochchargen. Bam, 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 bam! Ins Gesicht. Cool. Hallo, Omega. Das ist ja cool. Das ist echt cool. Wie ich es mir schon gedacht habe. Aber wartet mal. Das ist echt cool. Also Rouge hatte Omega den Befehl gegeben, sich da hinzusetzen und einen, ja, eine Sequenz einzuleiten, dass er genau zu diesem Zeitpunkt da ist, um dann in die Chaos Emerald zu bringen, um das zu beenden. Finde ich richtig cool. Durchdacht. Ich würde aber sagen, ich beende jetzt erstmal das Video. Im nächsten Part sehen wir uns mal an, was Omega gegen Mephiles ausrichten kann. Also, bis dahin.